Haben Dudley Dursley und Cho Chang geheiratet? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um die berühmte oder besser gesagt berüchtigte Chudley-Theorie. Das ist die Theorie, dass Dudley Dursley am Ende die Ravenclaw-Absolventin Cho Chang heiratet. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass dies nicht meine Theorie ist. Ich habe diese Theorie schon einmal in bestimmten Foren und im Internet gesehen. Heute möchte ich sie euch jedoch erstmal vorstellen und dann euch meine Meinung zu dieser Theorie mitteilen und darüber diskutieren, ob sie plausibel ist oder überhaupt nicht. Schauen wir uns also erstmal die Elemente dieser Theorie an. Diese Theorie ist aus mehreren Gründen entstanden, aber der Hauptgrund ist, dass Cho Chang am Ende einen Muggel heiratet. Außerdem wissen wir auch, dass Dudley Dursley am Ende selbst heiratet. Aber der Name seiner Frau wird nie verraten. Das ist im Grunde die gesamte Grundlage für die Theorie, eine ungenannte Frau und ein ungenannter Muggel. Wir wissen, dass Dudley Dursley ein Muggel ist und obwohl es für Hexen und Zauberer ungewöhnlich ist, Muggel zu heiraten, kommt das durchaus vor. Das Hauptproblem bei der Heirat von Hexen und Zauberern mit Muggeln ist jedoch, dass dies später oft zu Problemen führt. Wir haben das bei Snapes Eltern, der Hexe Eileen Prince und dem Muggel Tobias Snape und bei McGonagalls Eltern, der Hexe Isabel Rose und dem Muggel Robert McGonagall gesehen. Das passiert aber normalerweise nicht ohne Konflikte, denn wenn eine Hexe oder ein Zauberer einen Muggel verfolgt, muss sie oder er die internationale Geheimhaltungspflicht berücksichtigen, das heißt die Regel, die sicherstellen soll, dass die Zaubererwelt geheim gehalten wird. Wenn eine Hexe oder ein Zauberer einem potenziellen Muggel-Ehepartner den Hof macht, versäumen sie es oft, ihre magischen Fähigkeiten zu erwähnen, was zu Spannungen führt, wenn ihre Kinder selbst zu zaubern beginnen. Die Schuldgefühle werden schließlich unerträglich und sie gestehen ihrem Partner schließlich ihren magischen Status. Allerdings werden die jahrelangen Lügen oft nicht ganz verstanden. In dieser Hinsicht ergibt die Beziehung zwischen Cho und Dudley also durchaus einen gewissen Sinn. Hätte Cho einen normalen Muggel geheiratet, wäre sie zweifellos auf die bereits erwähnten Schwierigkeiten gestoßen, die mit dem Werben von Muggeln verbunden sind. Wenn sie jedoch mit Dudley, einem Muggel, zusammenkäme, hätte sie den offensichtlichen Vorteil, dass sie nie etwas vor ihm verbergen müsste. Dudley war in die magische Welt eingeweiht und es hätte nicht viel gegeben, was Cho hätte sagen können, um ihn abzuschrecken oder ihn zu überraschen. Okay, jetzt weiß ich sicherlich, was du denkst. Cho und Dudley? Dudley war so schrecklich, wie ein kleiner Junge nur sein kann. Er hat Harry gequält, war rücksichtslos zu den anderen Kindern und war so verwöhnt und aufgeblasen, wie man nur sein kann. Es gab jedoch einen Punkt in Dudleys Leben, an dem er an einen Scheideweg geriet. Den Angriff der Dementoren. Obwohl die Dementoren nicht in der Lage waren, Dudleys Seele auszusaugen, hatte der Angriff dennoch einen tiefergreifenden Einfluss auf ihn, da er gezwungen war, die Art von Menschen zu beobachten, die er selber war. Dies wird von J.K. Rowling in einem Interview bekräftigt. Die Leute fragen mich gewöhnlich, was Dudley während des Dementorenangriffs gesehen hat. Rowling sagte, ich habe das Gefühl, dass er sich selbst sah, genauso wie er war, und für einen so verwöhnten Jungen wäre das erschreckend. Also wurde er durchgeschüttelt. Dementorenangriffe sind normalerweise nichts Gutes für Menschen, aber dieser war es. Das bestätigte im Grunde, dass Dudley sich geändert hat und wie wir mit Sicherheit wissen, dass Dudley später Reue für die Art und Weise empfand, wie er Harry als Junge behandelt hat. Dudley und Harry haben sogar später als Erwachsene eine etwas unangenehme, wenn auch respektable Beziehung. Cho Chang wurde irgendwann zwischen 1978 und 1979 geboren und besuchte von 1990 bis 1997 Hogwarts, wo sie in das Haus Ravenclaw einsortiert wurde. Sie war eine kluge Hexe und hatte sogar eine kurze Affäre mit Harry Potter selbst. Ihre Beziehung ging jedoch in die Brüche, weil ihre beste Freundin Dumbledores Armee verriet. Von Harry war Cho in Cedric Diggory verliebt. Und nach seinem Tod hatte sie es in der Schule sicherlich nicht leicht. Sie war wirklich eine reizende junge Frau und ich kann gut verstehen, warum sie schließlich einen Muggel heiratete. Sie wollte einfach dem ganzen Wahnsinn der Zaubererwelt entkommen. Wer wäre also besser geeignet für sie als der neue und verbesserte Dudley Dursley? Wen könnte man besser heiraten als eine Hexe, wenn man versucht, sein Leben voller Vorurteile hinter sich zu lassen? Und wen könnte man besser heiraten als einen magiekundigen Muggel, wenn man versucht, ein vollwertiges magisches Leben hinter sich zu lassen?
Ich halte diese Theorie zwar für sehr unwahrscheinlich, aber für möglich. Es ist auf jeden Fall etwas, worüber man nachdenken sollte. Und Chudley geht einem wirklich leicht über die Lippen. Was haltet ihr davon? War Chudley eine Sache? Lasst es mich gerne in den Kommentaren unter dem Video wissen. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.